liebe Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 7. Adventskalenderbüchchen nicht nur ein Buch vor, sondern zwei Bücher von dem gleichen Autor, nämlich Jay Kristoff, der mich in diesem Jahr wieder mehr als begeistert hat. Die Liebe begann ja schon im letzten Jahr, als ich Nevernight gelesen habe, was ich ja absolut gefeiert habe. Und ich war so, so happy, dass in diesem Jahr einige Bücher mehr von ihm erscheinen. Es sind allesamt ältere Bücher, die jetzt ins Deutsche übersetzt wurden, aber ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Aurora erwacht hat er zusammen mit Amy Kaufmann geschrieben, wird, glaube ich, eine Trilogie, wenn ich das richtig gesehen habe, und der zweite Band ist auch schon für Januar angekündigt. Aurora erwacht ist Jugend-Science-Fiction mit ganz viel Humor, vielen Perspektiven und einer grandiosen, humorvollen Story. Denn wir treffen hier auf Tyler, der ein ausgebildeter Musterschüler ist. Er wünscht sich jetzt auf die Space Academy, kann sich sein geiles Team zusammenstellen, doch es kommt anders, denn er rettet Aurora, was er nicht unbedingt hätte tun sollen oder müssen oder können, und so bleiben ja im Grunde nur so die übrig, ja, die sonst keiner in seinen Teams wollten, und er bekommt jetzt eben zusammen mit seiner Crew, wo jetzt auch Aurora dazu gehört, beziehungsweise sie mit an Bord ist, eine Aufgabe, und wir reisen jetzt eben durch das Universum, durch die Galaxie, haben diese Aufgabe, gleichzeitig die Frage, wer ist eigentlich Aurora, wieso war sie hier in einer Notlage, was ist eigentlich los, und das stellen wir uns eben, oder diese Frage stellen wir uns eben gemeinsam mit ihm und der Crew. Ein Buch, das wahnsinnig humorvoll ist. Also es ist schon Science Fiction, es ist viel Weltraum, es ist aber nichts für absolute Nerds, sondern wir haben hier schon eine gute erklärte Geschichte, die wirklich auch jeden Anfänger ins Universum mitnimmt. Es ist nicht zu technisch, finde ich überhaupt nicht. Wir haben hier verschiedenste Wesen bzw. Rassen aus diesem Universum, die eben eine Crew ergeben. Wir haben natürlich auch dieses Thema, ist immer mal ein bisschen präsent, dass einer vielleicht besser ist als der andere aufgrund seiner Vorgeschichte. Das ist natürlich ein Thema in dieser Geschichte, fand ich auch ein sehr wichtiges Thema. Aber wir haben vor allem eine Geschichte, die sehr locker und leicht ist, die humorvoll ist. Und ich mag den trockenen Humor von Jay Kristoff. Natürlich merkt man auch an manchen Passagen den Stil von Amy Kaufmann, gar keine Frage. Ich finde durchaus, dass man hier wirklich einen Unterschied merkt und zu ahnen glaubt, dass eben hier diese verschiedenen Perspektiven auch unterschiedlich geschrieben wurden. Wir haben hier verschiedenste Perspektiven, das muss man mögen. Es dauert auch einen Moment, bis man drin ist. Ich bin da immer der Freund davon, sich so ein paar Notizen zu machen. Wer ist wer und wo bin ich gerade und was passiert? Das mag ich aber dann unglaublich gerne. Das mochte ich auch noch bei anderen Büchern in diesem Jahr sehr gerne. Und ich hatte Spaß. Ich habe das zusammen mit Anka und Becky gelesen und wir hatten große, große Freude an diesem Auftakt. Wir haben viel miteinander geschmunzelt und gelacht, haben viel auch so ein bisschen mitgerätselt, wo wird die Reise wohin gehen. Sie endet in einem ganz gemeinen Ende. Und umso mehr freue ich mich, dass der zweite Teil jetzt angekündigt ist. Ich gehe mal davon aus, dass der dritte Teil dann auch im nächsten Jahr erscheinen wird und wir gar nicht so lange darauf warten müssen, denn im Englischen sind schon alle drei erschienen. Ich bin großer, großer Fan von Aurora erwacht, von Jay Kristoff und in diesem Fall auch Amy Kaufmann. Hat mir große, große Freude gemacht. Ein Buch, wo man eigentlich nur den Buchschnitt sehen muss, um zu wissen, ja, es geht hier um die Storm-Dancer-Reihe von Jay Kristoff. Der Lotuskrieg, das ist der erste Band. Der zweite Band ist jetzt, wenn das Video erscheint, auf jeden Fall auch schon erschienen. Ist in grün gehalten und auch der dritte Band ist, ich hoffe ihr seht es, ist bereits angekündigt in gelb. Man hat hier in dieser Special Edition auch noch eine Karte mit dabei gehabt. Ich glaube, der dritte Band, ja, ist für April angekündigt. Der zweite Band ist jetzt dann im November erschienen, also für mich in der Zukunft, für euch in der Vergangenheit. Vielleicht habe ich ihn sogar schon gelesen, vielleicht würde er hier jetzt thematisch auch gut reinpassen, aber wir fangen einfach mit dem ersten Band an. Storm Dancer ist eine Buchreihe, die der DJ Kristoff bereits vor 10 Jahren geschrieben hat, aber ich finde, sie ist wunderbar mitgealtert. Es hat sich so, so, so gelohnt, 10 Jahre auf diese Geschichte zu warten, und ich möchte, obwohl ich sonst nicht über Cover oder irgendwie, aber ich finde es sehr cool, dass es immer mehr Bücher gibt mit besonderen Buchschnitten. Hier hat sich der Crosscult Verlag wirklich etwas Schönes überlegt. Gefällt mir unglaublich gut. Ist natürlich dann preislich auch schon eine höhere Nummer mit, ich glaube, 35 €. Aber ich finde, optisch ist dieses Buch
auch absolut ein Highlight. Wir treffen hier auf Yukiko, die zusammen mit ihrem Vater in einer Art Zukunft lebt, wo nicht alles so positiv ist. Die Welt ist so ein bisschen am Sterben. Wir haben Naturprobleme. Die Wirtschaft, die Menschen werden so ein bisschen ausgebeutet. Die Umwelt ist nicht mehr so richtig schön. Auch das Atmen ist nicht mehr so einfach. Dennoch sind wir nicht in der Science-Fiction-Welt in unserer Zeit, sondern es hat schon auch einen Fantasy-Aspekt. Denn Yukiko soll zusammen mit ihrem Vater und dessen Crew, sie sind im Fuchs-Clan, sie begeben sich auf die Suche nach dem Donnertiger. Denn der Shogun möchte unbedingt diesen Donnertiger besitzen. Er möchte hier als großer Herrscher hervorgehen und man kann hier den Donnertiger auch schon wunderbar erkennen. Und wir haben hier im Grunde eine Reise auf der Suche nach diesem Donnertiger. Wir haben das Leben auf diesem Schiff zusammen mit einer Crew. Gleichzeitig haben wir eine starke Protagonistin, die richtig, richtig toll ist, die durchaus auch Kante zeigt und auch mal Zunge zeigt und vor allem Zähne, das muss man ganz klar sagen. Es geht hier natürlich um ein Königreich. Wir sind hier in einer Art japanischen Welt unterwegs. Zumindest ist es dieser Hauch, den man hier drin spürt. Auch der Shogun wird hier wunderbar präsentiert. Und wir haben eben Yukiko, die als Tochter eines Clan-Anführers Dinge nicht tun sollte oder Dinge auch tun sollte, auf die sie aber gar keine Lust hat. Unter anderem die Verbindung zum Donnertiger, die irgendwie zwischen ihnen zu herrschen scheint, führt zu Problemen. Aber ja, das ist eher vordergründig. Im ersten Drittel des Buches passieren so, so viele Dinge, die wir uns nicht erträumt haben. Während ich ja von so vielen Dingen ausgegangen bin, die in diesem Buch geschehen, war ich gefühlt nach einem Drittel schon durch und dachte, was kommt denn jetzt? Das Buch ist viel größer, viel epischer, als man es erwartet. Es ist so ein bisschen wie bei Nevernight, wo man sich wirklich auch dachte, daraus schreiben andere 5 Bücher, was Jay Kristoff hier in 100 Seiten weghaut, wie viele Leute da sterben, was da schon für Wendungen passiert sind, auch hier. Wir haben ein wahnsinnig enges Spannungsgeflecht. Es geht rasend schnell. Dennoch haben wir ein Worldbuilding, das großartig ist. Jack Kristoff kann Welten erschaffen, kann eine Art Magie auch erschaffen, die ich einfach nur toll finde. Also der fantastische Anteil ist richtig, richtig gelungen. Ich mag es auch hier, wie er seinen Humor einsetzt, wie er aber eben auch eine Welt erzählt, wie er Charaktere anlegt, dessen Wendungen er bringt, ihre Weiterentwicklung zeigt. Das macht mir einfach unglaublich großen Spaß. Und ich freue mich jetzt schon so auf den zweiten Teil. Vielleicht habt ihr ja mittlerweile schon meine Meinung dazu gehört, dann habe ich mich sozusagen überholt, aber das passiert natürlich, wenn man Videos einfach ein bisschen vorher dreht, da kann das passieren. Stormdancer, ein Fantasy-Buch, das richtig viel Spaß gemacht hat, das einen abgeholt hat, mitgerissen hat, gepackt hat und wieder in Schnelligkeit erzählt und Dinge geschehen lässt, die man einfach nicht kommen sieht. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Band 2 und 3 und bin schon sehr gespannt, wo diese Geschichte hinführen wird und was Jay Kristoff hier für uns auch noch bereithält. Ein Autor, der mir in diesem Jahr unglaublich tolle Lesestunden bereitet hat, der einfach Spaß macht, auf dessen Werke ich mich auch weiter freue. Auch fürs nächste Jahr ist ein komplettes neues Buch von ihm angekündigt, nämlich Empire of the Vampire, wobei im Deutschen heißt es, glaube ich, das Reich der Vampire. Ich freue mich schon so, so, so darauf, bin so gespannt und das sind wirklich ganz, ganz tolle 2 Geschichten, Auftakte einer Reihe, die mir unfassbar gut gefallen haben und ich liebe diesen Autor. Wirklich, ich finde ihn großes, großes Kino. Gerade was er in der Fantasy schafft, ist wirklich richtig, richtig toll. Und das war's nun, das 7. Türchen. Ich danke euch fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren vielleicht auch ein bisschen da lasst, ob ihr schon eins der Bücher von ihm gelesen habt. Lasst es euch heute gut gehen. Habt einen schönen 7. Dezember und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Türchen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.